Das Ergebnis von den Löwen hast du schon gehört? Nee, noch nicht. 1:0. Verloren. Gewonnen. Egal. Wir sind immer noch dran. Wir haben heute unsere Aufgabe erfüllt. Wir müssen unser letztes Spiel jetzt gewinnen. Mehr können wir nicht machen. Wir müssen darauf hoffen, dass 60 noch Punkte lässt. Alles andere. Wir müssen unsere Spiele gewinnen. Euer Trainer Mehmet Scholl hat 60 ja schon zum Aufstieg gratuliert. Würdest du das auch schon tun? Gratulieren kann man dann, wenn es feststeht, wenn es mathematisch feststeht. Jetzt im Moment, wir arbeiten darauf hin. Ich meine, wir haben jetzt heute unsere Aufgabe erfüllt. Mehr können wir jetzt wirklich nicht machen. Warum dieses Aufgabenerfüllen, das ihr sagt? Da gab es ja etliche Spiele, wo ihr genau das nicht gemacht habt. Memmingen, Rosenheim. Warum gibt es diese Spiele in dieser Saison? Wie kannst du dir das erklären? Das ist schwer zu erklären. Das können wir uns teilweise auch selber nicht erklären. Ich meine, wir haben auch in den Spielen, wir haben es nicht schlecht gemacht, aber am Ende hat irgendwie die Durchschlagskraft gefehlt. Vielleicht auch ein bisschen die Erfahrung mit einer jungen Mannschaft. Ich denke, das ist einfach ein Lernprozess und da müssen wir noch ein bisschen reifer werden. Die Spiele werden ja auch immer mitgefilmt. Was sind denn dann die Wörter, die dann kommen, wenn ihr euch das dann im Nachhinein nochmal anschaut? Ja, manchmal ist es schon, wir werden nicht niedergemacht. Und manchmal ist es schwer, wir müssen manchmal selber drüber lachen, was wir dann machen, was wir für Fehler machen. Es ist manchmal echt nicht nachzuvollziehen. Nein. Warum klappt es am Ende vielleicht doch noch mit dem Aufstieg bei euch? Ich denke, weil wir die größere Qualität haben in der Mannschaft, weil wir es verdient haben, weil wir über die gesamte Saison eigentlich eine ganz ordentliche Saison spielen. Wir hätten diese Fehler abstellen müssen in diesen Spielen. Und ich denke, wir sind immer noch dran, ist noch nichts verloren. Aber bei 7 Punkten Rückstand, jetzt hat 5 Spiele noch, dann sagen, man hätte es eigentlich verdient, man hat die Qualität in der Mannschaft, da stimmt ja irgendwie dann die Zahl nicht, die man liest, oder? Von außen. Doch, also ich meine, man muss auch realistisch sein. Wir haben einfach eine junge Mannschaft, wir haben noch einen weiten Weg vor uns, wir müssen noch viel lernen. Und ich meine, das darf man alles nicht zu negativ sehen und wir sind immer noch dran.